Einen wunderschönen guten Tag bei den Lectures for Future. Mein Name ist Harald Friedl von der FH Unionbad Gleichenberg und ich möchte heute für Sie ein bisschen was über den Klimawandel erzählen, doch eigentlich nicht über den Klimawandel selbst, sondern eher über die Herausforderungen, die sich uns stellen, wenn wir etwas gegen den Klimawandel unternehmen wollen. Und deswegen nenne ich das Ganze Klimaerwärmung besiegen. Geht das so einfach? Und hier werde ich ein bisschen was darüber erzählen, was uns so alles an Herausforderungen damit entgegenkommt. Was ist die Ausgangssituation? Wohin entwickelt sich die Welt? Dass es immer wärmer wird, das wissen wir mittlerweile. Also wir haben die letzten 4 Jahre bereits die heißesten Sommer in Serie gehabt, seit der Beginn der Aufzeichnungen. Und wenn man sich also so die Durchschnittstemperaturen anschaut, das geht also ziemlich nach oben. Wir werden uns dann noch die Frage stellen, stimmt das oder ist das einfach nur so mal eine kurze Schwankung? Aber das ist ja nicht das einzige Problem, wir haben auch noch einige andere. Zum Beispiel, wir produzieren jede Menge Kunststoff und der ist, wie wir wissen, nicht verrottbar. Und irgendwann landet alles in den Meeren. Wir finden immer wieder Wale mit Bäuchen, die voll sind mit Kunststoff, die daran verhungern, mehr oder minder. Und das nimmt derzeit zu. Ich glaube, allein Europa produziert jedes Jahr 250 Millionen Tonnen an Kunststoff. Indien allein ist, glaube ich, um ein Drittel mehr. Und das kommt alljährlich eben dann letztlich auch in die Meere. So, das sind massive Herausforderungen und da stellt sich mir jetzt die Frage, wie geht man damit um? Und Sozialwissenschaftler und viele mehr haben eben eine Vision entwickelt. Und das ist die Vision von der sogenannten grünen Transition, also zu einem Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Klingt fantastisch, ja? Das heißt, wir werden in Zukunft alle so leben, dass wir mit der Natur, mit den begrenzten Ressourcen im Einklang leben. Weil momentan ist ja das noch nicht der Fall. Also der Durchschnittsösterreicher lebt derzeit so, wenn man also das Konzept des ökologischen Fußabdrucks hernimmt, dass er etwa, dass wir an die 2,5 Erden benötigen würden, würde jeder Mensch auf der Welt so leben wie wir. Also geht sie nicht ganz aus. Gut, was sind so die klassischen Lösungsansätze, damit wir dorthin kommen? Eine zunehmende Technisierung, also mehr Effizienz, sprich weniger Ressourcenverbrauch bei selben Aktivitäten, aber bei dem wird es eben nicht ganz gehen mit diesem Lebensstil, den wir jetzt haben. Und das andere ist eben die Suffizienz, also die Zufriedenheit, die Reduktion, weniger ist mehr. Und das tut schon einmal weh. Ja, darauf werden wir hauptsächlich zu sprechen kommen. So! Es hat sich bis jetzt wenig getan, es gab jede Menge Konferenzen und jetzt gibt es da eine junge Dame und mit ihr eben eine ganze Bewegung, die auf die Straße gehen, die fordern, dass die Politik mehr macht. Und so wie es aussieht, nach Umfragen wird von immer mehr Menschen Klimaschutz auch als ganz zentrales Anliegen betrachtet, also mittlerweile europaweit wie in Deutschland, für Österreich habe ich keine Zahlen, 74% und wer sich so die letzten Zeitungen angesehen hat, hat auch beobachten können, dass plötzlich alle Parteien den Umweltschutz ganz vorneweg auf ihre Prioritätenliste setzen, sogar solche Parteien, die bislang den Klimawandel geleugnet haben. Also das ist ja mal nichts Negatives. Ja? Die Frage, wenn wir jetzt diese Protestaktionen haben. Also Studierenden, die studieren bis jetzt noch fleißig weiter, die protestieren noch nicht. Auf jeden Fall bringt sowas was. Ändert das etwas an unserer Welt? Führt das dazu, dass Klimawandel tatsächlich reduziert, verlangsamt wird und dass dadurch unsere Welt gerettet wird? Also sollte man seinen eigenen Kindern empfehlen, weiter so demonstriert und die Welt wird besser. Naja, wir haben genau genommen 2 Herausforderungen. Man könnte sogar auf eine reduzieren. Das erste ist die Welt, die Gesellschaft ist komplex. Also wir haben es nicht mit lauter einzelnen Menschen zu tun, die wir
alle überzeugen, sondern die spielen zusammen. Es sind eine Vielfalt von Interessensgruppen, die dadurch beeinflusst werden, und darauf werden wir auch noch näher eingehen. Aber es ist eben auch der einzelne Mensch, der durch Veränderungen mit massiven persönlichen und neurobiologischen und neuronalen Veränderungen konfrontiert ist, die auch wehtun. Auch darauf werden wir noch etwas näher eingehen. Und das sind überhaupt die zentralsten Herausforderungen, oder das sind die Gründe dafür, warum gezielter Wandel so schwierig verläuft. Was steckt da dahinter? Schauen wir uns zuerst einmal die Klimaerwärmung an sich an. Also wir sehen hier, das sind die Messungen auf den verschiedenen Kontinenten. Überall sehen wir, es geht hinauf. Es ist nach Regionen ein bisschen unterschiedlich. Und das hat alle möglichen Folgen, auf die ich im Einzelnen nicht eingehe. Die Ursache gilt der vermehrte Ausstoß von Treibhausgasen, insbesondere Kohlendioxid, aber auch Methan und viele andere Stickoxide und dergleichen mehr. Und dadurch erzielen wir einen Effekt, der vergleichbar ist mit einem Glashaus. Das heißt, die Wärme der Sonne tritt ein und diese CO2-Emissionen, diese verstärkten, wirken wie ein Schild, wodurch dann verschiedene Wärmestrahlungen der Sonne eben nicht wieder ins Weltall hinaus strahlen, sondern eben auf der Erde bleiben und dadurch zunehmend das Klima aufheizen. Okay, was ist die Ursache eben davon? Das hier ist eine Messung der Konzentration von CO2-Partikeln in der Atmosphäre an verschiedenen Messstellen. Also die kommen zwar zu leicht unterschiedlichen Werten, aber im Wesentlichen ist der Trend vergleichbar. Also es geht immer stärker in die Höhe. Und was man hier also erkennen kann, ist, die alljährliche weitergehende Emission, das heißt, dadurch, dass wir so leben, emittieren wir permanent diese Treibhausgase, und das kumuliert sich natürlich. Das heißt, die Konzentration wird logischerweise immer höher. Wir sehen das jetzt für Österreich. Hier haben wir bis zum Jahr eben 2018 haben wir Messungen. Das heißt, hier sieht man eine deutliche Steigung. Alles Weitere sind dann natürlich Prognosen. Und hier sieht man bereits auch, dass die Prognosen natürlich extrem vage sind. Warum? Und vor allem auseinandergehen. Weil Klima eine extrem komplexe Geschichte ist und weil das von wahnsinnig vielen Faktoren abhängt und unwahrscheinlich viele Triggerpunkte in diesen ganzen Klimamodellen drinnen sind. Das heißt, es gibt gewisse Ebenen, ab denen dann Verstärker greifen, um nur einen zu nennen, wenn beispielsweise die Permafrostböden auftauen. Das sind also diese Riesenböden im Bereich Sibirien, Alaska und so weiter. Dort ist sehr viel Methangas gebunden im Eis. Wenn es taut, dann steigt das in die Höhe. Das heißt, plötzlich wird die Emission von Treibhausgasen massiv beschleunigt. Und das gibt dem Ganzen nur einen zusätzlichen Boost. Und das kann dann wirklich zu einem automatischen Zirkel in die Höhe gehen. Deswegen sind also so exakte Prognosen nicht möglich. Das hier zeigt also das jährliche, die jährlichen Emissionen pro Kopf von den Österreichern, und etwa die Hälfte davon wäre diese Menge, die laut den Klimaschutzzielen der Pariser Abkommen anzuvisieren werden. Also wir sehen, wir sind fast um die Hälfte drüber. Warum ist das so? Wir haben nämlich in vielen Bereichen durchaus Einsparungen. Also bei den Gebäuden sind sie sehr beträchtlich, Landwirtschaft, was haben wir da drüben noch, Abfallwirtschaft, aber Energie und Industrie ist es nur ganz minimal, und das wird teilweise überkompensiert durch den Verkehr. Wir haben immer mehr Verkehr, es fahren immer mehr Leute Autos und es fliegen immer mehr Leute im Flugzeug. Das heißt, da schaut es eher schlecht aus. Ja, und wenn wir uns jetzt einmal anschauen, was wäre notwendig, wir sind also da oben, das ist das EU-Ziel, also -36% bis 2030, -50% Pariser Klimaziele, und da dieses Ziel nennt man sozusagen ein faires Ziel. Warum?
weil bisher der Westen oder die Industriestaaten am meisten emittiert haben. Und wenn man also diese Emissionen umverteilen würde, sodass alle Menschen gleich viel emittieren dürfen, um gleichzeitig das Klima stabil zu belassen, dann wäre das also auf dieser Ebene. Das heißt, es geht fast gegen Null. Wir müssten klimaneutral werden. Das ist bei unserem derzeitigen Lebensstil praktisch überhaupt nicht möglich. So, wie wäre es aber möglich, jetzt rein technisch? Das setzt voraus, dass wir uns komplett verändern müssen. Ja? Wir müssen anders leben. Und der berühmte Spruch von Gandhi, sei selbst die Veränderung, die du bewirken willst. Das heißt, man muss immer bei sich selber anfangen. Und das ist ja auch eine so eine zentrale Kritik an durchaus ernstzunehmenden Kritikern an den Protesten, an den Freitagsprotesten. Wenn sich nämlich die Leute mit dem SUV hinführen lassen und dort natürlich dann, was weiß ich, ihre Plastikgetränke haben, so sind da schon gewisse Widersprüche drinnen. Aber das ändert nichts am Umstand, dass diese Proteste selber mal einfach aufrütteln. Ja. Aber all diese Menschen werden nicht umhin kommen, dass sie selber ihren Beitrag leisten und eben auf diese Dinge verzichten. Das heißt, idealer wäre es, wenn sie mit dem Radl hinführen und wenn sie dort aus der mitgebrauchten, wieder verwertbaren Glasflasche trinken würden. So, jetzt schauen wir uns an, was all dem entgegensteht. Das Erste sind einmal die Leute, die sagen, Klimawandel ist ein Blödsinn. Klimawandel hat es immer schon gegeben. Ja? Und ich habe bereits eben auf die Komplexität vom Klima und den ganzen Klimaprozessen hingewiesen. Das heißt, hier natürlich zu argumentieren, ja, das sind unscharfe Berechnungen und so weiter, ist für einen Populisten einfach. Und seriös zu argumentieren, wird dann immer gleich herausfordernd. Aber wie ich vorher gezeigt habe, wir haben so viele Messungen und die gehen in eine derart eindeutige Richtung, dass man, also jetzt noch zu behaupten, Klimaerwärmung sei eine reine Fiktion, kann man, glaube ich, eindeutig sagen als Blödsinn. Ja? Wie vermittelt man das? Wie vermittelt man ein komplexes Thema? Das ist die zweite große Herausforderung, denn hier profitiert ja wiederum der Populismus gerade darin, dass er komplexe Dinge extrem einfach macht. Ja? Brüssel ist schuld, der Ausländer ist schuld, die Migranten sind schuld. Ja, natürlich sind all diese Faktoren Ursachen in einem komplexen System mit vielen anderen Ursachen, wie wir zum Beispiel damit umgehen, ja, welche Rahmenbedingungen wir setzen, welche Parteien wir wählen und so weiter und so fort. Das heißt, wie kann man dieser Herausforderung begegnen? Wir brauchen hilfreiche Modelle. Deswegen habe ich dieses Treibhausmodell nochmal hier gezeigt. Also es hat keinen Sinn, wenn ich da kompliziert irgendwas versuche zu erklären, wenn das Publikum dann drin sitzt und sagt, wovon redet der? Ich habe keine blasse Ahnung. Dann kommt die Botschaft nicht an. Also wir brauchen griffige, verständliche Botschaften. Ja. Über den Populismus habe ich bereits gesprochen und es ist schon spannend, dass zum Beispiel die AfD-Anhänger den größten Anteil an Klimaleugnern haben. Das heißt, Menschen, die sich eben komplexen Problemen, sagen wir, die sich schwer tun, sich solchen Problemen zu stellen, weil Komplexität ist anstrengend, das ist natürlich klar. Ja. Und hier ist die Frage, ist Aufklärung ein guter Weg dagegen, wie eine solche Vorlesung zum Beispiel. Ja. Oder Al Gore, der mit seinem Film Eine unbequeme Wahrheit sehr viel Furore gemacht hat. Ich habe ihn auch einige Jahre lang hergezeigt hier in diesen Lehrveranstaltungen. Und der ist auch entsprechend dafür gewürdigt worden, aber es gibt einen Widerspruch in diesem Engagement, nämlich, dass solche Missionare selbst extrem klimaschädlich sind, indem sie eben auf der Welt herumreisen und also wahnsinnig viel fliegen. Und hier muss man sich auch die Frage stellen, in welchem Verhältnis steht dies? Gibt es hier nicht andere Möglichkeiten? Also er trägt durch sein aktives Kämpfen gegen den Klimawandel gleichzeitig mit seinen Emissionen
dazu bei, er und viele andere. Was heißt das? Es ist eine Herausforderung, es ist ein Problem. Ja? Wenn wir jetzt unsere Forderungen an politische Parteien richten, ja, wie sollen die damit umgehen? Das Problem ist ja, dass Parteien Repräsentanten von verschiedensten Interessensgruppen sind. Ja. In Deutschland, aber auch in Österreich, insbesondere in der Steiermark, gibt es sehr ausgeprägte, also bei uns weniger Autoindustrie, aber Autozulieferindustrie. Das heißt, die Autowirtschaft ist für uns ein ganz wesentlicher wirtschaftlicher Bestandteil. Wenn man das Ganze runterfährt, ist natürlich die unweigerliche Reaktion, das kostet Arbeitsplätze. Und tatsächlich bedeutet ja Wandel die Veränderung, die Umlagerung, die Umschichtung von Arbeitsplätzen. Und das hat in der Geschichte immer wieder zu ganz massiven Protesten geführt. Die frühen Industrialisierungsbewegungen, zum Beispiel zum Protest der Weber, die dann Maschinen gestürmt haben und diese zerstört haben, aber dadurch auch nicht die Industrialisierung aufgehalten haben. Faktum ist aber, wir stoßen gegen Interessensgruppen, die etwas verlieren. Und je schmerzhafter das für diese Gruppen ist, desto schmerzhafter werden die sich wehren. Und das ist der Hintergrund, warum Parteien da natürlich dann, zum Beispiel, was weiß ich, für Pensionisten oder wen auch immer, dann schwach werden, weil das sind die Wähler. Ja? Wenn Parteien darüber hinweggehen würden, dann sind sie beim nächsten Mal weg. Man siehe, die Grünen bei den letzten Wahlen haben die falschen Themen angesprochen und waren weg vom Fenster. Gut, wir haben ein schönes Beispiel von jemandem, der tatsächlich versucht hat, klimaschützende oder die Klimaerwärmung reduzierende Maßnahmen zu setzen. Macron hat eine Steuer eingeführt oder wollte eine einführen, wodurch der Treibstoff stärker besteuert wird. Das hätte entsprechende Steuerungseffekte, also weniger fahren, weil was teurer ist, da ist man behutsamer. Wozu hat das geführt? Zu den massiven Protesten von Gelbwesten. Das heißt, alle Maßnahmen haben immer auch soziale Auswirkungen. Natürlich kostet das, ja? Das brennt dann in der Brieftasche und da sind die Leute besonders sensibel. Und das ist die Schwierigkeit dabei. Das heißt, der Politiker, der einfach drauf losgeht und solche Aktivitäten setzt, ist weg vom Fenster. Aber angenommen, das wäre nicht der Fall. Ja? Angenommen, es gäbe eine derartige Übereinstimmung, weil es einfach schon so unter den Nägeln brennt und wir sagen, okay, keine Flüge mehr zu Konferenzen, ja? Gibt es nicht mehr oder nur noch virtuell. Kein Tourismus mehr, ja, kein Ferntourismus, nur noch ein bisschen in der Gegend herumwandern, ja, ist ja schön im Vergleich. Ja. Und auch keine billigen, exotischen Exporte mehr. Also ich habe hier die Früchte, aber denken Sie an T-Shirts, ja, an viele andere Produkte, eigentlich an alle Produkte, die rund um die Welt kommen. Ja. Das hieße, eine völlig andere Welt zu denken. Das hieße, auf Dinge zu verzichten, beziehungsweise auf ein und dieselben Dinge ein Vielfaches zu zahlen. Ein Handy, wenn wir es überhaupt noch bauen könnten, würde wahrscheinlich 10.000 Euro kosten. Ja? Also, wenn man das hochrechnet, bedeutet das zwar weniger Energie und insofern weniger Emissionen für Güterverkehr, aber damit steigende Kosten für unsere Güter. Das könnte natürlich wiederum heißen, mehr Wertschöpfung in der Region. Wir könnten die Güter länger nutzen, also weniger Müll aufkommen, weniger Produktion, aber weniger Produktion heißt wiederum weniger Arbeitsplätze. Es werden sicher neue Arbeitsplätze entstehen, vielleicht auch eine neue Lebenskultur. Das heißt, dass wir in Zukunft eben nicht ständig schauen, was haben wir für ein neues Handy, hoppala, das ist mir jetzt weggefallen, wurscht, sondern dass wir dann eben zum Beispiel, das kommt eh auf der nächsten Seite, ja, dass wir neue Formen der Kommunikation oder überhaupt neue Formen des Prestiges anstreben. Dass es also nicht mehr darum geht, wer hat das größte Auto, wer hat das neueste Handy, wer hat die schickeste Mode, die, wie sagt man so schön, also die in ist, die in Rede ist, na wurscht. Sprache Generation Z bin ich nicht ganz so up to date. Sondern
wieder mehr sozial, mehr miteinander, wie es ja auch bereits etliche Bewegungen gibt, ja, also stärker nachbarschaftsorientiert, teilenorientiert, also das Sharing von Gütern, von Autos. Wir sehen beispielsweise, dass in Städten junge Menschen immer weniger Autos kaufen, weil sie es nur als Belastung empfinden und wenn sie es brauchen, dann leihen sie es aus. Also das heißt, das sind durchaus lebbare Modelle und es wird als Freiheitsgewinn empfunden. Es wird als Befreiung empfunden. Ja. Weitere Problematik und weitere Herausforderung ist auch eben die Heuchelei. Der neue Plan T für Tourismus beispielsweise, dieser Masterplan für touristische Entwicklung in Österreich, hat auf der ersten Seite vorne drauf als Ziel definiert, Österreich soll die nachhaltigste Destination der Welt werden. Gleichzeitig wird drin geschrieben, dass unbedingt auch die neuen Märkte in Südostasien angeknabbert werden sollen, weil diese chinesischen Touristen, die ja dann zu uns fliegen, völlig emissionsneutral seien. Ja? Also das sind eklatante Widersprüche. Es wird also der Begriff der Nachhaltigkeit quasi für alles und jedes verwendet und tatsächlich findet sich dort auch der Passus nachhaltiges Wachstum. Und das sind fundamentale Widersprüche in sich. Aber wir leben in einer Welt, die hauptsächlich von Werbung, von Aufmerksamkeitserregung lebt und deswegen ist es eigentlich völlig wurscht, was man sagt, Hauptsache es klingt cool und geil. Und das führt dann natürlich dazu, dass solche eklatanten Widersprüche produziert werden. Also hier etwa dieser eine Fahrer, der sagt, ja bitte, also plastikfreie Burger, weil ich will ja umweltfreundlich sein. Oder da hat es eine Studie gegeben, dass größere Hunde mehr Methangas produzieren als ein SUV. Ja, SUVs furzen üblicherweise nicht. Aber das ist natürlich eine Betrachtungsweise. Es stimmt übrigens, dass Haustiere, insbesondere Hunde, jetzt nicht unbedingt sehr klimafreundlich sind. Aber es muss man das natürlich immer auch im Vergleich mit anderen Aktivitäten sehen. So, jetzt der Aktivismus. Wir haben bereits gesprochen, Aktivismus fördert natürlich auch Emissionen, aber das viel größere Problem ist, dass man als Aktivist, wenn man nicht gerade einen Trend erwischt, mehr oder minder als Idiot dasteht, als Außenseiter. Ja. Also Jesus war ja auch gewisse Zeiten nicht so beliebt. Ja. Und viele andere, Thoreau, Russell, Gandhi, Martin Luther King, also die Leute sind entweder am Schluss umgebracht worden oder sind im Gefängnis gesessen. Also gegen irgendein Unrecht zu kämpfen, macht bei vielen Leuten unsympathisch. Der Roland Thüringer, der früher der Benzinbruder war und der mittlerweile auch ja, durchaus eine eigenwillige Karriere eingeschlagen hat, aber letztendlich für einen Lebensstil wirbt, der wahrscheinlich klimafreundlicher ist. Also irgendwie komisch. Dann gibt es noch eine zentrale Herausforderung, nämlich Probleme sind der wichtigste Motor für neue Jobs. Probleme führen dazu, dass sich Leute überlegen, was gibt es für neue Lösungen? Also eben Start-ups. Ja. Was bedeutet das? Je mehr Probleme, je mehr neue Lösungen, desto mehr Folgeprobleme, desto mehr Komplexität. Ja. Das heißt wieder neue Jobs, aber auch mehr Wirtschaftswachstum, also mehr Emissionen. Das heißt, unsere Komplexität ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, kann man fast sagen, vorausgesetzt, dass die Energiezufuhr funktioniert. Also würde jetzt der Energiepreis massiv ansteigen, der Ölpreis, würde man automatisch runterfahren. Beweis, ich habe jetzt zwar keine Grafik hier, aber Sie können sich anschauen, wann in den letzten Jahren ein signifikanter Einbruch bei den Emissionen bestanden hat. Das war 2007 bis 2009. Da ist der Ölpreis auf über 160 Dollar angestiegen und die Wirtschaft ist massiv runtergerasselt. Da sind Emissionen runtergegangen. Also hier sehen wir noch immer und wahrscheinlich auch noch sehr lange einen eklatanten Zusammenhang. Ja. So. Jetzt gibt es noch ein Problem mit den Utopien. Eine Utopie besagt, es könnte so sein. Ja, wir haben also eine Vorstellung von einem Paradies auf Erden.
all diese Vorstellungen, die dann auch versucht wurden durchzusetzen, eben Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ja, die Wurzeln der Demokratiebewegung, führten letztlich immer zur Terrorherrschaft. Immer, warum? Weil auch wenn wir uns, Basti, der Ablauf nicht ganz, wurscht, wenn wir uns anschauen, die industrielle Revolution, die hat zu einem enormen Aufkommen von Macht geführt, von wirtschaftlicher Macht und zu massiver Unterdrückung von großen Teilen der Bevölkerung. Dann hier die russische Revolution, ja, also jetzt war das Zarentum und das Bürgertum weggewischt, aber was danach kommt, war noch viel mehr an Gewalt und Unterdrückung. Genauso China und die neueste Revolution, Social Media, führt zu einer extremen Anhäufung von informationeller Macht mit der Folge, dass wir praktisch komplett durchleuchtet werden, dass diese Daten auch zum Missbrauch eingesetzt wird, also was weiß ich, Wahlbeeinflussung, dass wir nicht mehr wissen, was eigentlich richtig und was falsch ist. Das heißt, auf der einen Seite erlaubt zwar die Konzentration von Macht schnelle Veränderung, aber der Mächtige ist ja auch nur abhängig von seinen Mitläufern. Das heißt, wenn er die nicht mehr begeistern kann oder wenn die Gewaltanwendung irgendwann zu groß wird und nicht mehr akzeptiert wird, wie beim arabischen Frühling beispielsweise, dann eskaliert das System. Also sprich, wir haben bis jetzt eigentlich kein historisches Modell von einer schnellen, gewaltsamen Revolution, die zu Frieden geführt hat. So. Jetzt die Widersprüchlichkeit von nachhaltigen Lösungen. Was heißt das? Wenn Sie jetzt versuchen, möglichst nachhaltig zu leben, ja, zum Beispiel, ich bin kürzlich von einem Freund besucht worden, ich habe also extra kein Bier in Plastik gekauft. Ich habe gedacht, wenn ich Dosen kaufe, dann verwende ich kein Glas, kein Wegwerfglas, weil Glas ist schwer, das ist also wieder mit mehr Emissionen verbunden. Und dann sind wir leider drauf gekommen, dass das Aluminiumdosen sind und die sind ganz schlecht. Also sprich, allein herauszufinden, welches Verpackungsmaterial, ist bereits eine halbe Wissenschaft. Denn heute ist der Standard, die beste Verpackung wäre die wiederbenutzbare, also sozusagen eine Pfandverpackung, ja, also eine Pfandflasche. Und an zweiter Stelle steht bereits die Plastikflasche, weil sie das geringste Gewicht hat, was wirklich absurd erscheint. Also de facto hieße es, wir müssen zurück zu Pfand. In Deutschland funktioniert das, dort gibt es seit vielen Jahren Pfand auf Plastikflaschen. Ja? Und dadurch ändert sich auch das Verhalten. Aber da müssen hier die Politiker hineinschreiben. So, die weitere Herausforderung, und jetzt kommen wir endlich zum Menschen selber, zum Individuum. Warum lebt ein Mensch, wie er lebt? Ja, weil er in einem gewissen Lebenszusammenhang ist. Er ist in einem System drin, also dieser Regenbogen der Gesundheit ist, glaube ich, allen bekannt. Und das sind so diese verschiedenen Zwiebelschalen dessen, was uns direkt beeinflusst. Wir sind nochmal direkt in einer Situation, hier und jetzt. Dann haben wir das Umfeld unseres Arbeitsbereichs, es hängt davon ab, wo wir leben, wo wir wohnen, wie wir arbeiten, in welcher Gemeinde wir sind und so weiter und so fort. Das sind alles Rahmenbedingungen, die unser Verhalten determinieren. Das heißt, hier jetzt wie ein Tuareg zu leben, wäre ziemlich absurd. Ja? Also wir würden uns seltsam vorkommen und wahrscheinlich auch schnell ins soziale Abfeld dringen. So, haben wir also einen freien Willen? Das heißt, kann ich jetzt einfach aus mir heraus etwas völlig anderes entscheiden? Nach meiner Meinung? Nein. Denn so wie ich denke, ist es eine Folge von Erbanlagen, vor allem aber von meiner sozusagen virtuell mitgegebenen Vererbung, nämlich die Prägung durch die Werte der Eltern, durch den Lebensstil bzw. mein Umfeld, meine Kultur, dann hat sich das Gehirn entsprechend ausgeprägt. Das heißt, in Reaktion auf diese Umweltreize haben sich entsprechende neuronale Muster ausgeprägt, eben unsere Verhaltensmuster. Und dann spielen noch Hormone mit, die ja auch in einer Balance zu den Umweltreizen stehen. Ja, und dann haben wir noch die konkrete Situation.
Das heißt, die tatsächlichen Spielräume, die wir selber als Person haben, um sozusagen etwas völlig anderes zu tun, sind fast undenkbar. Und das fast sage ich auch nur, um sozusagen eine Hintertür offen zu halten. Schauen wir uns an, wie das Hirn funktioniert. Keine Sorge, ich mache das nur ganz kurz. Ja. Im Prinzip kann man sagen, dass eine der wichtigsten, wichtig sind alle Teile des Hirns, aber ein zentraler Teil des Gehirns ist das limbische System, das die Reize, die von draußen kommen, also diese Wahrnehmungsreize, zuerst misst und vergleicht mit bisherigen Reizen und schaut, kenne ich das? Kann ich damit gut umgehen? Oder kenne ich das und das ist grauslich? Was weiß ich, Schlangen? Weiß ich schon. Unmittelbare Reaktion. Warum ist das so? Weil es zum Überleben notwendig war. Wenn das Hirn nämlich binnen kürzester Zeit rausfindet, dass dieser Reiz da mit Gefahr verbunden ist, dann muss ich sofort reagieren. Da kann ich mich nicht hinsetzen, den Neokortex einschalten und sagen, ist der Höhlenbär jetzt freundschaftlich gesinnt? Kann er kommunizieren? Bis dahin fängt er schon an, mich aufzufressen. Also, und dieses limbische System ist aber direkt gekoppelt an meine gesamte bisherige Prägung. Das heißt, das ist eine Wechselwirkung. Wenn ich früher schlechte Erfahrungen habe, dann werden sich die immer wieder reproduzieren. Hier auszusteigen, bedarf enormer Anstrengungen und vor allem auch eines sehr beeinflussenden neuen Umfeldes. Das erkennt man darin, dass die ersten Beziehungen, die man eingeht, meistens die Kopien der eigenen Eltern sind. Ja. Gut. Also Klassiker auch, kann man sehr schön erklären, wie es zu Suchtkrankheiten kommt. Ja. Man macht irgendeine Erfahrung, die einem einen Kick gibt. Das ist gut, mehr davon. Ja. Und ich kriege wieder den Kick und dann will ich noch mehr davon. Und das Hirn signalisiert einfach, das ist gut, ich will mehr davon. Weil dadurch jeweils die Glückshormone produziert werden und das Hirn fühlt sich gut. Also kommt diese permanente Schleife mehr, 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 mehr. Gut, was folgt daraus? Wir wissen, wie schwierig es ist, aus einem Suchtverhalten auszusteigen, ja, weil einfach dieser Reiz nach dem neuerlichen Glück so groß ist. Aber alle Alltagsverhaltensweisen, die wir entwickelt haben, sind ja darauf ausgerichtet, uns das Leben so gut wie möglich zu arrangieren. Selbst jemand, der ein bisschen abstruse Muster hat, was weiß ich, einer, der sich ritzt oder was auch immer, sind es ja auch Verhaltensweisen, die letztlich darauf hinzielen, um sozusagen das eigene innere Unglück zumindest zu reduzieren. Das heißt, das Hirn ist darauf programmiert, stets das zu tun, was das Hirn als für sich positiv empfindet. Wenn ich jetzt plötzlich ein neues Verhalten zur Auswahl habe, das besagt, nicht mehr mit dem SUV gemütlich und klimatisiert zur Schule oder zur FH zu fahren, sondern in der Hitze zu gehen, zu schwitzen, das Zeugs zu tragen, dann sagt das Hirn, anstrengend. Und dann schauen die Leute auch noch blöd und da bin ich verschwitzt und stink und die Leute schauen noch blöder. Unangenehm. Ja. Das heißt, hier zu einer Veränderung zu gelangen, bedeutet mit extrem Energie, großen Energieaufwand sozusagen die eigenen Muster zu verändern, sich zu einem neuen Verhalten hinzubringen. Konkretes Beispiel von mir, ich habe so ein bisschen ein Faible für energiesparendes Fahren im Auto. Ja. Also ich komme, wenn ich optimal unterwegs bin, auf 2,8, 2,9 Liter auf 100 Kilometer. Wie mache ich das? Ich lasse alles rollen, was geht. Ich fahre, wenn es bergauf geht, mit einem 50er rauf. Naja, dann kommen da hinten die und dann blinken und so weiter. Und früher habe ich immer wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt. Und heute sage ich, das sind meine Resilienztrainer. Wunderbar, ja, sie können eh überholen. Wenn es eine unübersichtliche Strecke ist, dann fahre ich einfach zur Seite und lasse die vorbei. Ja, aber wenn die überholen können, können sie. Ja. Also, ich ziehe das einfach durch. Aber das hat Zeit gebraucht, bis ich das locker genommen habe. Aber es hat mich gestärkt. Das Problem ist also immer dieser Stress. Wenn hinten einer sitzt und blinkt und ich weiß, ich habe ein richtiges Verhalten, weil vorne ist die Ampel eher auf Rot, das bringt überhaupt nichts, das muss ich aushalten. Gut,
Das heißt, die Grundregel für Verhaltensänderung, die neurobiologische, ist, Verhalten ändert sich erst dann, wenn das alte Verhalten als schmerzhafter empfunden wird oder als weniger lustvoll als das neue Verhalten. Solange die neue Alternative als schmerzhafter wahrgenommen wird, bleibe ich beim Alten. Und das ist genau eben, ich glaube, wir haben jetzt, ja, richtig, bei den Diäten das Problem, wenn ich plötzlich keine Schokolade mehr essen darf oder was auch immer, ja, oder mein Bier oder was auch immer, und denke so, jetzt sitze ich da mit dem Wasser draußen, dann wird das wenig erfreulich sein. Wenn ich aber die Vorstellung habe, super, ich werde dann wieder über den Strand gehen mit meinem Luxuskörper und brauche mich nicht genieren, dann kann das Lusthormone auslösen und dann kann ich sagen, nein, ich mag das Bier jetzt doch nicht, weil die Vorstellung, die gibt mir was. Also ich brauche diese Brücke. Und damit kommen wir eigentlich schon ziemlich zum Finale. Wann immer es darum geht, Menschen zu überzeugen davon, nachhaltigeres, besseres Verhalten an den Tag zu legen, dann ist so der Klassiker, ja, das darf ich nicht, Klimawandel, böse, pfui! Ja, also diese Moralisierung. Und das führt natürlich unweigerlich bei den Menschen, sagen, was will der, er ist deppert da, fang mich nicht an. Also führt eher zu Abwehrreaktionen, sondern das Gegenteil, ich muss Angebote machen. Ich muss etwas anbieten, wodurch der andere einen Mehrwert empfindet. Also sagt, hey, das ist cool. Ah, da habe ich das und das und das und das ist geil und das ist leibend. Dann habe ich eine Chance. Das heißt, diejenigen, die eine Veränderung haben wollen und die von anderen eine Veränderung haben wollen, müssen selber die Verantwortung übernehmen und sich überlegen, wie kann ich die Veränderung für diesen Menschen, für das Hirn dieses Menschen, als Lustgewinn vermitteln? Dann habe ich eine Chance. Ich meine, wir kennen alle diese Geschichte, wenn wir irgendwo ausgehen und jemanden vielleicht kennenlernen wollen, dann ziehen wir uns auch nicht das Alltagsquantel an, sondern dann richten wir uns sehr attraktiv her. Warum? Es sollen ja positive Reize im Hirn des anderen ausgelöst werden. Das ist der Hintergrund. Ja? Also, begeistern. Und ich liebe sehr den Spruch von Saint-Exupéry, der gesagt hat, wenn du die Menschen dazu bringen willst, ein Schiff zu bauen, dann lehre sie nicht die verschiedenen Techniken, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Also ich brauche etwas, woran ich glauben kann. Irgendein Ziel, das mich hintreibt. Das Ende einer Backerei zum Beispiel. Ja? Und eben nicht, du kommst in die Hölle. Wir haben übrigens da sehr interessante historische Erfahrung, und zwar damals während der Pestperioden, im Mittelalter und auch später, sind die Leute nicht plötzlich gläubig geworden und haben gesagt, ja, um Gottes Willen, jetzt kommen wir in die Hölle, oder wir sterben alle, müssen wir beten. Im Gegenteil, die haben das so rauslassen, weil sie gesagt haben, jetzt ist es eh wurscht, jetzt holen wir es uns nochmal. Also, sprich, die Vision von einem Untergang, ja, das funktioniert eh nicht mehr, geht eh alles in die Hosen, kommt der Klimawandel, ja, wird eher dazu führen, dass die Leute erst recht sagen, ja, eh wurscht, sondern wir brauchen wirklich eine Vision, dass wir sagen, wir kriegen das hin und es gibt neue Formen, das Leben wird besser, es wird anders, aber es wird auch besser. So, aber genau jetzt ist die Frage, ja, wie besser? Ja, wie wird das anschauen? Und es liegt in der Natur der Dinge, dass man das Nicht-Gedachte nicht denken kann. Dass man sich also das noch nicht Vorgestellte nicht vorstellen kann. Wir wissen nicht, wie die Zukunft ausschaut. So wenig wie jemand, der eben in der Stadt, in einem Büro arbeitet, das Leben von einem Turek-Nomaden verstehen kann. Und umgekehrt, wenn Turek-Nomade verstehen kann, aha, was sind die Bedürfnisse, Herausforderungen von einem Menschen irgendwo in einem städtischen Büro. Das ist nicht drin im Hirn. Und Zukunft können wir noch nicht lernen. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, aber gleichzeitig haben wir natürlich auch das Problem, wenn wir mit unseren jetzigen Vorstellungen und den jetzigen Erfahrungen, die ja gerade zu den heutigen Problemen geführt haben, versuchen weiterzumachen, dann haben wir nur more of the same. Dann machen wir so weiter wie bisher. Das heißt, wir müssen irgendwo einen Mittelweg schaffen,
Wir müssen einfach offen sein, wir müssen ausprobieren. Wir müssen Dinge durchdenken, verrückte Dinge kombinieren, alle möglichen crazy Bachelorarbeiten schreiben und so weiter. Ja, aber das sind Experimente, das ist das Versuchen, einer Zukunft denkbar zu machen und vorstellbar zu machen. Und dadurch werden eben solche Wege plötzlich erkennbar und damit auch gangbar. Das heißt eben, die Arbeit von Studierenden ist damit fundamentale Voraussetzung für unser zukünftiges Überleben. Okay. Ja, weil die Alternative ist... Okay, es gibt hier das wunderschöne Konzept von Paul Watzlawick, die selbsterfüllende Prophezeiung. Er hat es für eher negative Sachen hergenommen und gezeigt, wenn man laut herumschreit, ah, die Bank hat kein Geld mehr, die ist illiquid und alle Leute glauben das, dann rennen alle hin, wollen alle jetzt gleich erheben und plötzlich hat die Bank kein Geld mehr. Und alle sagen, ha, ich hab's gewusst. Ja? Man kann das Ganze aber auch umgekehrt drehen. Es gibt ein wunderschönes Experiment über gute Studierende. Und zwar hat man zwei Klassen hergenommen von der Versuchsanleitung, waren beide bestückt mit komplett durchschnittlichen Studierenden. Ja? So, dann hat man einen Lehrer hingeschickt und gesagt, die sind aus ganz schlechtem Umfeld. Ja? Also, die sind faul und sie sind dumm. Und also, du wirst sehen, es wird nicht funktionieren. Es hat keinen Sinn. Ja. Den zweiten hat man gesagt, das sind die Spitzen der Spitzen. Ja. Manchmal brauchen sie ein bisschen Zeit, um das wirklich gut umsetzen zu können, weil sie so viel denken. Aber die sind super. Du wirst Wahnsinnserfolge erzielen. Na, was ist passiert? Ja, jeweils das ist eingetroffen. Weil der eine natürlich gesagt hat, ja, das hat keinen Sinn. Ja, machen wir ihn. Lass dir mal ein Video anschauen. Und der andere hat sich halt wirklich engagiert, hat mit den Leuten kommuniziert, weil er hat in allen eben was Besonderes gesehen. Wie wir die Wirklichkeit sehen, so behandeln wir sie. Sehen wir sie eben als halb volles Glas oder als halb leeres Glas, das beeinflusst unseren Umgang mit der Welt. Gut, dann komme ich zum Abschluss. Kann man also sagen, dass die Greta Thunberg-Bewegung so eine Art neues Pfingsten ist? Das heißt, dass über junge Menschen plötzlich die Erkenntnis kommen ist, ja, wir lassen uns nicht mehr von den Alten da niederreden, weil die machen eh nur Blödsinn, die versauen unsere Welt und jetzt müssen wir einfach hingehen, aufstehen und wirklich für unsere Zukunft kämpfen. Es wird nicht genügen. Aber ich halte es für einen ganz einen wichtigen Impuls. Und wie wir aus der Geschichte wissen, haben Pfingstbewegungen in welcher Form auch immer Enormes bewegt, weil Visionen das sind, was einen Menschen motivieren kann. Und wir brauchen ein neues Mindset und wir brauchen eine Kultur, in der wir weniger nicht als Verlust, sondern als Befreiung erleben. Und wir haben das auch im letzten Terminkreis gesehen, als die zwei Burschen erzählt haben, als sie da zwei Wochen ohne allem durch Österreich wanderten und sie dann berichteten, was das mit ihnen gemacht hat. Also der Otto Oberrecker, der Absolvent von uns ist, der hat gesagt, er kauft fast nichts mehr und er schmeißt immer mehr sein Haus raus und er fühlt sich fantastisch. Es kann wirklich zur Befreiung beitragen. Und in diesem Sinne kann man schließen mit dem Punkt, Glaube an Visionen ist nicht alles, aber ohne Visionen ist alles nicht.